Hey Homies und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grand Theft Auto Online. Wieder mal mit dem Gronkh, dem lieben Mafuyo und dem Tobi Nato, der ist auch am Start. Eine wunderschöne Einstellung. Boah, meine Karre sieht nice aus. Das Geile ist, wir zocken endlich alle zusammen. Tobi Nato ist online. Man glaubt es gar nicht. Der Tobi hat es geschafft. Wie das denn? So, und wie bin ich aus dem Laden in der letzten Folge rausgekommen? Hey, da kommt Play Massive. Ich musste den Wagen noch umlackieren. Wo bist du? Hey, Gronkh, hier, ich stehe genau vor dir. Guck mal, meine Geil, Kinder. Geil. Zeig mal, wie siehst du aus? Warte mal. Steig mal aus, Alter. Wie geil. Feier ich gerade ein bisschen. Ja, nice. Aber echt, ey, oh mein Gott, ja. Tobi spielt GTA. Ey, unbewusst Zwillinge. Geil, ey, Alter, Bro. Geil. Na, wie sieht's aus? Der Hammer. Wie geil. Aber ich bin kleiner als du, ne? Drück mal Select. So, Select? Ah, ja. Alter, wir sehen uns übertrieben ähnlich. Krass. Ja, wir sind ja auch Brüder im Geiste. Wir sind ja auch Brüder im Geiste. Krass. Nice, gefällt mir. Du siehst doch gar nicht so kacke aus. Oh. Ich, da kommt hey, Heideltrau, oh. Alter, der Alter. Dennis, wie fährt er denn? Entschuldigung. Alter, du hast mein Auto eingedeppert, du was, Alter. Was, Alter, wie siehst du denn? Was ist das denn hier? Justin Timberlake für Arme oder was? Das Ding ist, ich habe jetzt halt noch nicht die Klamotten, deswegen würde ich gerne mal mit euch in Klamottenladen fahren. Guck mal hier. Weißt du was, ich nehme das Auto von Lass mich wenigstens mitfahren, komm. Der ist geil, der Wagen. Schön, gefällt mir, den nehme ich. Lass mich wenigstens mitfahren hier. So, der Gronkh klaut meine Karre. Ist geil, ja, natürlich, wenn schon, denn schon. Die Frage ist das jetzt zusammen zu zocken? Die Frage ist, wo fahren wir jetzt hin? Warte mal, ich muss auf jeden Fall einen Klamotten laden, weil bei mir ist ja mal bei einer Session bei der letzten der Spielstand abgestürzt. Deswegen. Ja. Warte mal, lass mal kurz auf die Karte gehen. Ja, ich muss auch gerade passiv kaufen. Wo kann ich das nochmal machen? Bei online, ne? Bei online. Ich gehe mal zum Discount Store einfach, ja? Bist du bereit, Gregor? Folge mir. Ja. Yeah, Baby, wie geil ist das? So, ich hoffe, ich kann mithalten. Jetzt fühle ich das GTA Online, meine Freunde. Wer will da Pause drücken gerne? Heideltraut. Ja, ich möchte mal dazu sagen, dass es mein Auto ist. Wow, Alter, wie fährst du denn? Ja, hier ach, wir sind schon da. Ach so. Das ist der Discount Store, Alter. Check mal ein paar neue Klamotten ab, komm. Ja, Alter, geil. Mega. Jetzt Currywurst möchte mein Freund sein. Jetzt geht's los mit Online, Alter. So, Freunde. Hallo, guck doch mal, wie geil ich. Ich habe hier wenigstens Alter. Mal richtig schicke Klamotten. Wie seht ihr denn aus, Alter? Ja, meine wurden noch nicht gesehen. Also, ich sehe aus, wie ich aussehe halt, ne? Normal. Ich hatte warte auch einen coolen Hoodie. Mal. Wer ist das jetzt vor mir? Ja, jetzt rate mal. Wieso schleichst du denn jetzt um mich rum, Alter? Alter, okay, kriegst du euch auf. Ich kaufe mir einen Ohrring, komm. Gibt einen Affenschlag gleich. Ich hol mir wieder den Kapuzenblumen. Guck mal, du kannst dir Krawatten kaufen. Oh. Guck mal Accessoires. Hier, was hältst du von dem Kapuzenpulli hier, Gronkh? Warte, ich bin aber gerade bei den Uhren. Ja, geht auch, aber mal ganz, hört ihr das Lied im Radio? Ist nicht so Sarazar-typisch. Ja, hör ich. Ja. Das ist doch ein Hammer-Track, oder? Ist das nicht der hier aus dem Trailer? Ist nice. Ist echt nice. Was geht bei Uhren, Leute? 5000 hatten wir gerade. Ja, Uhre. Uhre ist immer gut. Nee, ich muss meine Haare halt. Ja, guck dich mal an, Alter. Du siehst aus wie so ein Bankgehilfe, irgendwie so ein Praktikant. Ich bin voll hier der nee, hier, meine. Ne? Ich musste mir auch meine Sonnenbrille hatte ich doch mir geholt. Ich hatte doch eine richtig coole Brille. Ja, man muss dazu sagen, Leute, mal ganz kurz eine Erklärung. Ich bin schon. Habt ihr auch die ganzen blauen Symbole unten mit Rennen und alles? Nee, noch nicht. Wir sind ja noch nicht so weit wie du, glaube ich, ne? Du hast ja schon ein bisschen weiter gespielt. Ich bin ein paar Tacken weiter als ihr. Und hier gibt es ja so viele bunte Missionen, die man machen kann. Zum Beispiel, Wie viel Geld hast denn du? Kannst du mir Geld schenken eigentlich? Ich hab 111 Dollar. Wie viel willst du denn haben? Ich hoffe, ich hab noch 2000? Ey, diese Brille für 1600 ist verdammt cool. Guck mal. Hab ich überhaupt noch Kohle? Ja doch, Bargeld 4000. Aber die geht auch, oder? Die Brille geht doch hier. Man kann es aber nicht sehen. Achso. Ja, gut. Die Frisur ist ja mal richtig mies, Alter. Was? Ich sehe wenigstens aus, als ob ich Geld hätte, ey. Aber ja, du siehst aber nur so aus. Das ist der Unterschied. So, bevor der hier wieder mal die Karre klaut. Ey, ich guck mal ein paar Jacken durch. Guck mal gerade nach. Alter, das eine Sakko geht ja voll. Kann man eigentlich in den Laden reinfahren? Ey, guck mal, jetzt habe ich viel Geld ausgegeben. Guck mal, wie sieht so, warte, das aus? Warte. Crew-Emblem. Ja. Ach, Crew-Emblem. Jetzt drosselt zu viel, oder? Ist das wahrscheinlich auch noch nicht geladen, weil der wieder die Probleme. Guck mal, Gregor. Warte, ich guck mir gerade auch Sachen durch. T-Shirts gibt's ja neue. Boah, wo bist du hin? Sieht so Dennis. Bombe aus, wenn's dunkel. Ich bin draußen, ich passe auf mein Auto. Guck mal hier. So sieht schon cooler aus. Das sieht doch, erinnert mich an. Sieht cool aus. Also, ja, ich bleib erstmal so, wie ich bin, weil ich so auch rumlaufe. Meine Haare müssen halt noch dunkler werden, meine Haare sind nicht so hell, weißt du? Komm mal mit, ich zeig euch mal was Geiles.
Pass auf. Wollen wir erstmal eine kurze Sightseeing? Bin ich einfach Gronks Bro, Alter. Ohne dass wir es wussten. Und das noch das mit dem so echter Modus. So hier, ich fahr mal bei Heideltraut mit gerade. Ja, ich nehme meine Karre, wo Heideltraut mal tollerweise mir die schönen Scheiben eingeballert hat. Das ist eine Sau. Entschuldigung. So, dann zeig mal, was du kannst. Wollt ihr erst so ein bisschen Sightseeing machen oder was? Ich weiß nicht. Ja, ist doch Wurst. Pass auf, wir fahren jetzt mal zu einem Ort, der ist wirklich schön. Ja? Da fährt man gerne hin. Okay, Alter, nicht drauf rein. Moment. Du, pass auf. Ey, du bist so schnell. Ich kann dir nicht so schnell folgen. Ich bin langsam. Ich bin alter Mann, Dennis. Bin ich Lama. 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 Nein, Tobi sagt 5 Jahre nichts. Er hat immer so ein Wort. Ja, genau. Ja, Tobi ist immer Silent Bob, Alter. Tobi ist immer einer, der von hinten kommt. Weißt du? Ey, das ist so geil, hier mit euch rumfahren zu können, Freunde. Ist das nicht fett? Ja, guck mal, das ist geil. Guck mal, wie er versucht, hier ein Rennen anzustellen. Ja, ich seh das schon gerade. Ich seh das gerade schon, Alter. Baby, Alter, mach mal die Stadt, Alter. Santos. Bleib mal mit deiner Karre da hinten, ey. Wie geil ist das denn? Kannst du mal einen Auspuff schnuppern, kannst du hier. Wo willst du hin? Du gibst ja die Richtung vor. Folg mir mal. Boah, guck mal, wie er rasen will. Guck mal, wie er rasen will, Alter. Ich bin zu langsam. Ey, was? Die Sau. Yeah. Okay, wo geht's lang? Warte, ich spiel, sorry. Du holst uns doch sowieso einen mit deinem Flitzer hier. Der ist doch nicht schneller als deiner. Ich bin, glaube ich, gleich schnell. Ja, kommt der jetzt hinterher wieder? Nee, ne? Der fährt woanders rum, oder? Ach, da kommt er von rechts gerade. Ey, Jungs, guck mal hier. Siehst war du denn das geil, oder? Siehst du unsere Markierung denn? Mist, ich kann jetzt nicht zielen. Scheiße, ich kann nicht aus dem Fahrzeug zielen. Scheiße, ich hab mich verfahren, warte mal. Nee, wir sind richtig, sehe ich sofort. Ich wollte genau durch. Wo geht's lang? Wir fahren mal nach Blaine County. Ja, das ist hier so ein bisschen außerhalb. Weißt du nicht, seid ihr da? Wie geil ist das bitte, ich feier das gerade so. Ich hatte mal einen Lehrer, der hieß Horst Blank. Scheiß, Leute, hier mit euch lang zu heizen, ist mega cool. Ja, das ist schon wieder geil jetzt, Wie geil ist das, sorry. Da fängt das ein bisschen Befürchtung, aber jetzt, sobald dieser Online-Modus so spürbar ist, bisschen komisch, das ist mega, Leute. Alter, wie fährst du denn? Ich schreib dir YouTube-Kommentare, du Arsch. Ja, vor allem weiß ich die ganze Zeit nicht, wo lang es geht. Überrasch dich doch mal. Alter, hol dir gleich auch mal ein Auto, Gronkh. Das ist geil, wenn man da zu dritt so richtig rally. Und den Tobi, wenn der noch einloggen kann. Wenn der Tobi noch dabei wäre, dann wäre es noch ein Fünkchen fetter, Tobi. Ja. Dann machen wir ein Picknick im Grünen irgendwo. Genau, mit Fummeln. Ja. Der geil. Warum ist der Rumpel eigentlich nicht dabei? Der hat keine Xbox und der ist im Urlaub. Immer noch. Das ist stimmt. Leider. Sonst wäre der natürlich auch am Start, ja. Das wäre schon noch cooler so. Boah, Alter, ich bin beinahe hier. Boah, geiler Drift. Hier ist übrigens so das Reichenviertel. Ja, ach, ja. Man auch hier an den Gebäuden. Du bist ja der Junkie von GTA. Wir haben das ja noch nicht so weit gespielt. Also ich habe schon eine Ecke gespielt zwischendurch mal, aber jetzt halt nicht so, pass auf, Dennis. Wir machen jetzt ein kleines Spiel. Ja, das Spiel heißt, wer sich da gleich haut reinzugehen. Boah, Alter, da hat einer einfach einen Unfall gebaut. Fährst du zur Schwulenbar oder was? Ich bin mein Auto festgesetzt. Alter, stopp, ich bin weg. Ich hab geparkt. Du hast geparkt, oh Gott. Ich weiß, gucken, was das bedeutet. Der Tobi mit Sicherheit auch. Guck mal. Ach ja. Warte. Alter, geil, ist einer geil. Einfach quer reingefahren. Da vorne seht ihr den Typen, der da hinten steht. Der ist mir einfach volle Möhre reingefahren, hat mich voll weggedriftet. Durch dich mal, komm, geil. Du da weg. Ah, ja, da ist er wieder, da ist er wieder. Ja, Mann, danke, hast mich rausgemogelt. So, pass auf. Sonst hätte ich nachher noch Selbstmord begehen müssen für 500 Tacken. Das ist natürlich nicht krass. Alter, wie geil. Ich feier das Spiel. Gibt's ja auch schon. Ja, stimmt. Habt ihr auch so ein Boots-Icon? Ja, ja, natürlich. Wir sind ja gerade alle im passiven Modus, damit wir nicht angegriffen werden können, feige wie wir sind. Aber natürlich nur, damit wir nicht ständig in Schießereien geraten. Du kannst ja in der Aufnahme. Pass auf, zeig dir mal was. Ich kann gerade erstaunlicherweise nicht schießen, oder? Kann ich? Ich weiß es gar nicht. Hey, du. Ich drehe die ganze Zeit um die Kamera. Ich kann nicht schießen gerade. Ich halte die Knarre, aber ich kann nicht schießen, weil ich im Passivmodus bin. Boah, der Wagen ist geil. Den will ich haben. Boah, Alter. Das ist der gute alte Dodge. Hä? Der von Franklin. Du musst LB drücken, ne? Ja, mach ich ja. Was macht ihr da schon wieder? Irgendwer schießt da aber noch. Ich versuche den Tanklaster in die Luft zu jagen, aber irgendwie. Naja, weiter. Komisch! Komm mit. Komm hier. Ja, lass ihn noch in die Luft jagen, das ist so eine tolle Mission für die Folge. Oder? Ich find's geil. Baller drauf. Aber dann mal die Cops am Arsch, damit müssen wir recht. Ich kann nicht ballern, ich kann einfach nicht ballern. Der holt eine Mission einfach aus. Steig einfach aus. Ah, das kann sein. Ich nehme mir eine neue Karre. Meine Camaro ist eh nicht mehr so geil.
Ist doch du, da? Nee, ich will die junge Frau hier. Boah, wer wollte mich da gerade totfahren? Ja, rat mal wer. Und du hast die Frau totgefahren bei einer, Alter. Oh, Mörder. Ey, der schwarze Panther kommt hinter euch hinterher. Oh mein Gott! Der sehen uns. Was? 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 Komm mit. So, da vorne ist es, was ich meine. Der erfahrene GTA-5-Spieler weiß es vielleicht. So, das schicken wir die beiden jetzt. Was ist denn das? Das ist ein Ziel! Verstehen Sie, meine Damen und Herren? Oh Gott, oh. Nein! Oh, du geil! Spasti, da fahr ich dir nochmal rein. Pass auf, jetzt wird's geil. Pass auf, warte, du musst jetzt die nächste rechts. Okay, ich folge dir auf Schritt und Tritt. Jetzt bin ich gespannt, wo er uns hinführt. Ich hab ein bisschen Angst. Es ist dunkel, wir sind alleine. Oh, was ist das denn da vorne? Oh, Alter. Oh. Hast du wieder geparkt oder was? Er hat da geparkt, Alter. Ja, yeah, weiter geht's. Warte, fahr nicht so schnell. Oh, hier ist ein Armeestützpunkt. Hier willst du uns hinfahren, du Sack. Pass auf. So, kann man. Warte mal. Das ist eine gute Idee, da rein zu rasen. So, wenn du ein Mann bist, gehst du da jetzt einfach kurz trocken rein. Kommst du mit? Ich guck mir das von hier an. Ich weiß, wer da unbedingt rein wollte. Na komm, steig ein! Warte, bevor du reinfährst, lass machen, dass jeder durch die Tore fährt. Hey! Nein! Ich bitte, das ist Sperrgebiet, bitte gehen Sie! Tschüss! Ciao, Dennis! Alter, ich hab vier Sterne! Walle, warte kurz, ich steig ein! Ich will nicht mehr bei Dennis mitfahren! Ich hab vier Sterne, ey, wie krass! Das war so geil! Das war so oh, der schießt! Tschüss, Dennis! So, alles, lass mal Dennis verfolgen, mal gucken, was passiert! Schön, jetzt fährt auch noch direkt rein, Alter! Ich glaube, da kann man nicht reinfahren, wie krass! In GTA Online kann man nicht in den Militärschiffspunkt reinfahren! Oh, wer jetzt weiß, fährt jetzt. Vielleicht wird das noch Alter! Ey, guck mal, er hat Freunde! Helikopter, Alter, hey, geil! Was nicht? Oh, ja, die leuchtet so gut. Es ist hängen geblieben. Nein. Es ist sehr hell auf einmal. Moment, ach krass, was macht der denn da? Was macht der? Was macht der Helikopter macht den Sarazar Einpack-Spieler fort. Oh nein, der Dennis ist weg. Spieler fort. Nein, der Dennis ist raus. Oh nein. Und der Helikopter ist explodiert. Alter, was? Ich bin sofort wieder da, Leute. Ich bin sofort wieder da. Verbindung mit der Xbox Live Party kann nicht aufgebaut werden. Aber okay, ich glaube, das... Seid ihr jetzt alle raus, Jan? So nee, ich bin noch neben dir, Alter. Achso, ja? Ja, alles gut. Ich sehe dich nicht mehr. Bei mir bist du weg. Ich sehe dich schon. Du sitzt, steig mal aus dem Auto aus. Ich bin schon ausgestiegen. Achso, du sitzt bei mir einfach im Auto. Einfach strange. Kann das sein, dass ich der Hoster von dieser Crew war? Weiß ich nicht. Oh, ich glaube ja, du hast ja die Party gestartet. Der Host hat die Sitzung verlassen. Genau, und ich klaue jetzt die Karre von Walle. Und ich springe jetzt gerade aus dem Spiel raus, irgendwie. Also nee, ich verstehe es noch nicht ganz, wenn ich ehrlich bin. Sind wir denn jetzt noch zusammen in einer Karte? Das Gute ist, ich war ja schon vorher in der Karte, das heißt, ich fliege hier nicht. Das stimmt. Ich war ja auch schon vorher in der Karte. So, Heideltraut spielt wieder. Ja, ich bin auf dem Beat. Ich bin auf einmal im Singleplayer-Modus sogar wieder. Und das ist eine schöne Mückenszene gerade zu sehen. Ach, schön. Du willst wieder dein Gameplay aufwerten. Ja. Ich mach Crewmitglieder beitreten, Leute. Ey, ich bin gleich wieder am Stissel, ey. Boah, das ist so. Wie ey, ich am Stissel. Weißt du, wenn das flüssig läuft. Aber wie geil wäre denn diese Aktion? Ich habe so gefeiert, als ich den Dennis da gerade eben reingeschoben habe. Boah, das war geil einfach. Das war mega geil. Das war lustig. Weißt du, was krass ist, wenn du das im Singleplayer zockst, ne? Da sind Panzer drin. Da sind Panzer drin, da sind Kampfjets drin, da ist alles drin. Krass. Ja. Und da wollen wir uns reinlotsen, ja? Du bist ein guter Freund. Das noch, ja. Abgesperrt. Hey, Tobinator spielt GTA 5. Geil, Tobi. Ich wollte auch mal wieder auf mich aufmerksam machen. Oh, du Armer. Es konnte keine kompatible Crew mit Mitgliedern gefunden werden. Das ist schade. Wieso kompatibel? Was ist denn bei dir kompatibel? Brauchst du die richtige Blutgruppe oder was? Also ey, man sieht schon, es macht richtig Spaß, aber es läuft halt leider noch nicht richtig. Ja, ist leider sehr unrund alles noch, aber das Zusammenspiel macht Laune. Was das Spiel hat, ey, ohne Scheiß, ist ein echter Gigant. Ich glaube auch, wenn alles funktioniert, das ist unfassbar geil. Und dann zu viert als Crew da rumlaufen, oder ich weiß nicht, vielleicht, ich finde, wir sollten eigentlich noch aufstocken. Und dann halt die Karten übernehmen. Ja, dann so richtig fett auf den Putz hauen, ne? Das ist richtig krass.
tatsächlich. Also bei mir tut sich aktuell gar nichts. Super Ladescreen hier, voll ja, geil. Kann man eigentlich auch Crew gegen Crew machen, so eine Karte? Das wäre natürlich geil. Dass man sich quasi so eine gegnerische Crew und dann so ein bisschen Last Man Standing mäßig herumlaufen. Also ich eigentlich auch geil. Jetzt wieder im Online-Modus. Ich muss natürlich jetzt irgendwie noch zu euch gehen. So, ich komme jetzt gerade bei euch in die Crew. Moment. Ich weiß jetzt natürlich nicht zu welcher. Kann sein, dass deine Gronkh die Karte wechseln muss. Ich bin hier irgendwo mitten in der Waldregion. Aber Hauptsache meine Karre steht hier. Wow! Schau mal, vielleicht findest du FF. Hallo, ich esse gerne Ameisen. Das geht ja online wie beigetreten. Mach mal hier nicht den Jochen, ja? Ja, dann müssen wir mal gucken, wo du jetzt landest, denn. Mann, da juckt mir doch der Kolbe. Was? So, ich spawne gerade, warte. Slay von unserer Truppe Slay Massive, so heißt nämlich unser Clan, beziehungsweise unsere Crew. Genau. Du, Gronkh, du müsstest das Spiel wechseln. Was? Ich weiß nicht mal wie. Kommen. Doch, du gehst auf Start, dann gehst du auf Online, ich zeig's euch hier auch nochmal gerade. Okay, warte, ich park, ich fahr hier mal irgendwo rechts ran, damit ich parken kann. Wieder beitreten einfach, dann müsstest du zu unserer Nummer kommen. Ich fahr hier mal ganz kurz raus, Sekunde. Was ich gerade noch kurz erklären wollte, ist, kann ich eigentlich mit dem Taxi, Tobi, meinst du, es geht im Multiplayer, dass ich zum Walle fahren kann? Nee, ich glaube nicht. So, Start! Boah, ich fahre jetzt so geil gerade einfach durch die Walachei. Das habe ich auch gerade gemacht. Bleib mal kurz irgendwo stehen. So. Kurz was. Durch die Walachei. Ich starte jetzt, start jetzt bei Crewmitgliedern. Keine Ahnung, wo ich jetzt lande. Wahrscheinlich beim Tobinator. Mit Sicherheit. Das wäre geil. Bleib mal da kurz stehen, Walle, warte mal. Ich fahr dir entgegen, oder? Nee, warte. Ich tauche jetzt bei dir auf. Moment. Ja, mein Taxi haut gerade ab. Boah, wie cool sieht das denn mit der Brücke aus hier? Pass auf. So wohnst du da jetzt oder was? Unter der Brücke. So, Playmesse von Heideltraut sind hier. Genau. Was ich euch empfehlen kann, wenn wir so immer getrennt sind, dann einfach ein Taxi rufen. Das ist ganz cool. Geht das? Ja. Jetzt seid ihr bei mir auch rot. Ah, das ist natürlich cool. Aber, so, okay. Das bist du jetzt bei uns, Alter? Gregory. Warte mal, dein persönliches Fahrzeug wurde von der Polizei beschlagnahmt. Klau das Fahrzeug vom Abschlepphof oder es wird zerstört. Ich bin aus dem Taxi rausgesprungen, da wurde die Polizei verständigt, weil ich nicht bezahlt habe. Mit was? Schweinerei. Man kann ja echt mal sagen, man kann so viele Sachen hier machen, so für Tipps und Tricks-Videos, muss man echt mal sagen. Ich komm nachher mal zu euch gedüst, Freunde. Ja, komm mal lieber zu uns. Also ich hole jetzt noch meine Karre, hole ich ja jetzt erstmal raus. Warte, ich schau mal auf die Map. Ich bin bei dir, ich bin so in der Nähe. Entfernt. Ah, super, dann warte ich immer wie so eine Hure am Straßenstrich. Und die Mucke ist auch noch mit so dem geil G-String. Immer noch. Like a G-String. Like a G-String. Alter, aber man muss mal ein paar Sachen erklären. Also ich möchte doch ganz kurz sagen, GTA Online ist Hammer. Komm, gib mir was mehr. Aber man kann keine LKWs, keine Busse, keine Polizeiautos tunen. Das fragen immer so viele, finde ich, irgendwie. Hat Tobi ja schon ausprobiert. Auch nicht GTA Online? Aber GTA Online wird bestimmt noch erweitert. Ich glaube, die haben ja auch noch nicht alles freigestaltet. Ja. Weil du wirst natürlich noch voll viele Möglichkeiten haben, auch die Welt zu vergrößern. Was du da an DLCs auch raushauen kannst. Wobei ich ja auch gehört habe, dass es möglich sein soll, echtes Geld für virtuelle Währung umzumünzen, ne? Genau, das kannst du im Xbox Store machen. Und das Geile ist, dass alle DLCs kostenlos sind. Hey, da kommt er. Ach, wirklich? Ja. Wo seid ihr, Jungs? Oh, Alter, der fährt wie ein Spasti. Bremse war kaputt. Ey, ich bin ja irgendwo mitten so. Irgendwo. Ja, ich fahr auf dich zu, wir fahren auf dich zu, Mann, wir holen dich. Ich verfolge gerade hier dem Cypress Flats, in Richtung Cypress Flats. Sollen wir uns da treffen? Ja, genau. Ja, wir sehen dich auf der Karte gerade. Genau, wir fahren einfach genau auf den Punkt zu. Genau, einfach geradeaus. Und dann können wir ja mal so eine Kurve. Ich glaube, zwischen uns dürfte ein Hügel stehen. Das Geile ist, hier gibt es ja auch Geister. Und an der Folge müssen wir jetzt ein bisschen Scheiße bauen. Gibt auch sau viele Easter Eggs und so weiter. Genau, kann man ja alles mal zeigen. Vielleicht fahren wir alles mal drin. Frontal gegeneinander und gucken, was passiert. Eigentlich nichts. Dann sterben wir lustig, weil der Dennis mich schon halb tot gefahren hat. Wenn wir alle gegeneinander durch die Motorhaube fliegen, das wäre auch witzig. Dann müssen wir die Köpfe stoßen in der Luft. Wie geil das hier aussieht. Boah, ich bin hier so geil am Heizen. Ach cool, hä? Wer ballert denn da auf uns? Ist ein Heli über uns. Wieso? Sorry. Wieso ballert der Heli auf uns? Ja, lass ihn. Meine Energie, was? Wieso ballert der auf uns? Hä? Du bist im Passivmodus, oder? Ich bin im Passivmodus. Also ich habe ihn zumindest gekauft. Kann das sein, dass der Profi. Warte mal. Ja, wir sind aber rausgeflogen. Hast du Sterne? Nee, ne? Vielleicht ist er nicht mehr aktiv. Das ist ein Spieler, oder? Ja, der ist nicht mehr aktiv, weil wir rausgeflogen sind wahrscheinlich. Also mein Passivmodus ist noch aktiv. Ich bin auch nicht rausgeflogen. Genau, das ist es. Oh. Du bist vor mir. Hey cool, dann treffen wir uns und machen mal hier ein kleines Folgenkreuzchen, würde ich sagen, oder?
Kamm. Yeah, treffen wir uns. Genau, das meinte ich. Ey, der ist schön, manchmal. Ich kaufe ganz kurz, bevor wir die Pause machen, ganz, ganz kurz schnell diesen Pass hier, bevor der mich da gleich holt. Okay, der Walle hat den schon, sehe ich bei ihm über den Kopf. Du hast den bei mir auch nicht, Dennis, also... Das ist, warte mal, wo... Der Dennis spielt gern mit dem Feuer. Was macht der denn, der Typ denn da eigentlich? Welcher denn? Ey, ich stehe mit meiner. Guck mal, ich stehe mich jetzt mal so ganz cool hier neben das Auto. Ich hab ihn jetzt gekauft. Yo, Leute, was geht da? Du willst ja nur wieder auf das Thumbnail posieren. Ey, ich bin der G. Ey, treffen wir uns auf der Autobahn? Weißt du, was geil ist? Pass auf, guck mich mal an, pass auf. Das ist der Hammer, pass auf. Warte. Ja, geil. Das ist der Hammer. Eigentlich springen und dann... Das geht hier gar nicht. Ist ja scheiße. Das funktioniert hier nicht. Was wolltest du machen? Wenn ihr beim Singleplayer X und B drückt, dann machen die so geile Fails. Zeig nochmal. Probier nochmal. Das hier. Hey, das sieht aber geil aus. Weißt du, fährt da drüber. Geil. Heidetraut ist tot. Schön. Einfach schön. Oh. Alter, er ist ausgewichen. Oh, Alter, guck mal, wie ich aussehe. Ich hab sogar meine Hemd und. Ach, da kommst du ja wieder. Guck dir mal, wie meine Figur aussieht. Da fällt er den Berg runter. Wir machen mal einen Roadblock. Achso, komm, wir machen mal einen Roadblock. Warte. Guck mal, wie ich hier aussehe. Mach mal einen Roadblock hier. Wir machen mal richtig fett schau und dann gucken wir uns das in der nächsten Folge an, was daraus geworden ist. Ey, nein, nicht der LKW. Oh Gott, ey. Das funktioniert super mit dem Roadblock, Alter. Bei meinen Karre steht das behindert. Das läuft super. Wenn ihr euch eure da auch noch. Ich nehme mal die andere Karre von dem anderen hier gerade. So, oh, Vorsicht. Mein Alter, was wir fliegen hier durch die Gegend. Nein. Alter, LKW, geil. Obwohl, der blockiert eigentlich schon super die Straße. Guck mal hier, ich hab so eine Armbinde und alles. Ich krieg meine Hemdblutet, ey. Auszeichnung. Mobilitätshemmer habe ich gerade Auszeichnung bekommen. Geil. Nein, guck mal, der Boom surft auf. Weil ich fahr langsam. Warte, ich muss mich noch ducken dazu. So. Okay, bist du bereit? Let's go. Wir fahren dem Sonnenuntergang entgegen. Okay, das setzt mich. Na gut, komm, dann machen wir Feierabend, Freunde. Und sehen uns wieder in der nächsten Folge, liebe Freunde. Bis GTA Online. Bis bald. Ciao. Heiliger Bimbambino, Alter, was hier abgeht, wie geil das ist. Wenn es denn doch glatt läuft, dann macht's einfach nur mega Laune, oder? Wenn es funktioniert, ist es richtig geil, aber dazu muss es natürlich immer funktionieren. Aber ich glaube, das mit den Servern kriegen sie in den Griff, wenn die Server laufen, wenn alles funktioniert. Ich glaube, das wird der Obershit, ganz ehrlich, ich glaube, das wird richtig geil. Das ist einfach unfassbar geil. Ne, Tobi? Einfach der Hammer. Ha 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 ha!